E-Mobilitätswende ist in aller Munde. Eine These lautet, das Elektroauto ist das Fortbewegungsmittel der Zukunft. Doch es gibt auch Alternativen mit Verbrennungsmotor, die eine deutlich bessere Ökobilanz haben als Diesel- oder Benzinfahrzeuge. Zum Beispiel hier dieser VW EcoUp. Der fährt mit Erdgas. Und das wird in diesem kleinen Dreizylindermotor in Bewegungsenergie umgewandelt. Bis zu 68 PS werden geboten und ein maximales Drehmoment von 90 Newtonmetern. Damit ist der EcoUp zwar kein Sprintwunder, mit einem Leergewicht von gerade einmal 1040 Kilogramm reicht die Leistung aber aus. Die Erdgastanks fassen übrigens 11 Kilo. Sind sie leer, kann mit Benzin weitergefahren werden. Rein äußerlich unterscheidet sich der EcoUp nur durch diesen Schriftzug auf der Heckklappe von seinen benzinbetriebenen Geschwistern. Ansonsten gibt es ihn als 3- oder 5-Türer. Durch peppige Farben und die aufpreispflichtigen Alufelgen kann man den Up ordentlich aufhübschen, auch wenn man wohl eher durch den Antrieb zum Trendsetter wird. Gas geben, das kann man beim EcoUp wörtlich nehmen. Allerdings tut sich nicht sonderlich viel, wenn man das Gaspedal durchdrückt. Nun gut, für Fahrten in der Stadt oder fürs Dahingleiten auf der Landstraße, da reicht es allemal. Störend kann schon mal der in manchen Drehzahlbereichen etwas dröhnige Motor sein. Angenehm komfortabel dagegen ist die Federdämpferabstimmung. Die Erdgastanks unter dem Kofferraumboden machen zwar das Heck schwerer, beim ADAC-Ausweichtest bleibt der EcoUp dennoch gutmütig und sicher. Das ESP regelt effektiv. Eher spartanisch geht es im Innenraum zu. Eine Klimaanlage ist serienmäßig an Bord, genauso wie das Radio mit Smartphone-Integration. Die Verarbeitung ist gut und auch die Platzverhältnisse gehen für einen Kleinstwagen in Ordnung. Die hinteren Fenster kann man nur ausstellen, aber nicht öffnen. Der Kofferraum ist schnell voll, er fasst nur 195 bis 430 Liter. Dafür ist der EcoUp aber wirklich sparsam. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 4 Kilogramm Erdgas pro 100 Kilometer gemessen. Daraus resultiert eine CO2-Bilanz von 116 Gramm pro Kilometer. Die Abgase sind zudem sehr sauber. Volle 5 Sterne lautet das Ergebnis im ADAC Eco-Test. Der kleine EcoUp scheint also ein richtiger Saubermann zu sein. Er erfüllt natürlich die aktuell gültige Euro 6 Abgasnorm. Mit einem Grundpreis von gut 15.600 Euro ist er durchaus eine Alternative für Menschen, die ihren CO2-Ausstoß verringern wollen, aber die hohen Anschaffungskosten eines Elektrofahrzeugs scheuen. Nur das Netz an Erdgastankstellen, das könnte dichter sein.